Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir leben im Jahr 2021, aber auch noch heute ist der Gender Pay Gap stets ein reales Phänomen in der Arbeitswelt. Das heißt, auch im Jahr 2021 gibt es immer noch eine ungleiche Bezahlung aufgrund des Geschlechts. Aus diesem Grund hat sich die Koalition in dieser Legislaturperiode auch bereits in einer Senatsstrategie zur Entgeltgleichheit auf den Weg gemacht, mit der die Angleichung der Bezahlung von Männern und Frauen vorangetrieben werden soll. Die Senatsstrategie wollen wir mit diesem Antrag heute um einen ganz spezifischen Bereich der Hochschulen und der Wissenschaftseinrichtungen ergänzen. Da es in der Wissenschaft teilweise ein eigenes Arbeits- und Besoldungsrecht sowie sehr spezifische Karrierewege gibt, macht es Sinn, sich diesen besonderen Arbeitsmarkt auch noch einmal ganz gesondert anzuschauen. Die Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind auf diesem Themenfeld bereits schon ein paar Schritte weiter. Dort gab es bereits Studien, die die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen an den Hochschulen herausgearbeitet haben. Dabei wurden die besonderen Mechanismen des Wissenschaftsbetriebs betont, der zum geschlechtsspezifischen Bezahlungsunterschied führt. Die Unsicherheit der Karrierewege macht es Frauen schwerer, an den Hochschulen Fuß zu fassen. Denn mit befristeten Verträgen lassen sich Mutterschafts- und Familienzeiten erheblich schwerer vereinbaren, als wenn man im Rahmen einer Festanstellung im Job pausiert. Festanstellungen aber gibt es im Wissenschaftsbetrieb noch viel zu selten. Befristungen sind hier immer noch die Regel. Ich bin mir sicher, dass wir deswegen auch die bessere Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie als einen wichtigen Schlüssel begreifen müssen, um die ungleiche Bezahlung zu beenden. In vielen Fakultäten herrscht eine männlich dominierte Fachkultur, die Frauen auch von Spitzenpositionen ausschließen kann. Außerdem gelingt es Professorinnen, im geringeren Maße als Männern Leistungszulagen zu verhandeln. Das hatte auch meine Kollegin Frau Eschen schon angesprochen. Und das heißt, dass die Spielräume für Leistungszulagen der neuen W-Besoldung zu einer größeren Ungleichheit in der Bezahlung zwischen den Geschlechtern an den Hochschulen führt. Das sind die Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Für Bremen fehlen die entsprechenden Daten noch. Deswegen ist das Kernstück dieses Antrags einmal die notwendige Datenerhebung auch bei uns im Bundesland auf den Weg zu bringen, damit wir wissen, wie groß der Gender Pay Gap bei uns ist und auch welche Fächer es in welchem Maße betrifft. Die Studie soll aber nicht nur eine Zustandsbeschreibung bleiben, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen geben und Maßnahmen aufzeigen, wie wir diese Gehaltslücke schließen bzw. zunächst verringern können. Für Nordrhein-Westfalen wurde vorgeschlagen, die bestehenden Strukturen der Gleichstellungsbeauftragten zu stärken, ihre Arbeit zu fördern und sie in die Lage zu versetzen, die Hochschulen bei der Ausgestaltung der Leistungsverhandlungen zu unterstützen. Eine Orientierung an diesen Vorschlägen halte ich für sehr sinnvoll, denn auch in Bremen hat sich über die Jahre bei den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an den Hochschulen eine erhebliche Expertise aufgebaut. Und diese sollte in dem kommenden Prozess unbedingt mit einfließen. Wir haben bereits auch hier erfolgreiche Programme zur Frauenförderung an den Hochschulen. Aber diese sind befristet. Und so haben auch Mitarbeiterinnen mit sehr viel Erfahrung in diesen Programmen die Hochschulen verlassen müssen, weil sie nicht entfristet wurden. Das ist bitter. Was wir brauchen, ist eine Verstetigung dieser erfolgreichen Programme, um eine kontinuierliche Arbeit im Sinne der Geschlechtergleichstellung an den Hochschulen zu gewährleisten. Das Thema Frauenförderung an den Hochschulen war ja vor kurzem auch Thema im Ausschuss zur Gleichstellung der Frau. Dort wurde von allen Hochschulen sowie den Frauenbeauftragten betont, wie wichtig das gemeinsame Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder ist und welche Fortschritte bei der Frauengleichstellung es gebracht hat. Auch die Studie aus Niedersachsen betont die Wichtigkeit dieses Programms als einen Baustein zur Verringerung des Gender Pay Gaps. Der Senat sollte sich daher über unseren Antrag hinaus gegenüber dem Bund und den anderen Ländern dafür einsetzen, dass dieses Bund-Länder-Programm verstetigt wird.
Insgesamt schnüren wir also ein Maßnahmenpaket, um auch in diesem sehr spezifischen Segment des Arbeitsmarktes die ungleiche Bezahlung aufgrund des Geschlechts zu bekämpfen. Ich bin gespannt, zu welchem Ergebnis die Studie kommen wird, und ich hoffe auf eine breite Unterstützung des Antrags hier im Haus. Herzlichen Dank. Thank you.